So, hey Leute und herzlich willkommen bei wieder einem kleinen Unboxing-Video. Demnächst würde es ein paar mehr davon geben, bevor wieder dann wieder die alltäglichen Dinge hochgeladen werden. Denn ich habe halt natürlich wieder ein paar Dinge gekauft und die möchte ich natürlich nicht vorbehalten und möchte euch direkt mit dem ersten fange ich jetzt hier an. Und zwar mit dem coolen Nighthound Daraka Guardian of Souls. Eine sehr, sehr coole Miniatur. Ich hoffe, das funktioniert und geht so. Von dem Licht her möchte ich noch in einem sagen, denn ihr wisst ja, ich bin ja umgezogen und von daher ist jetzt hier alles ein bisschen anders, ein bisschen neuer vom Licht her. Hoffe ich, dass ihr einfach viel, viel mehr seht. Man hat nämlich einfach gar keinen Schatten mehr durch diese Lampe hier an sich. Und ja, ich hoffe, es blendet nicht zu sehr. Ich versuche das immer so zu halten, dass es euch nicht blendet und dass ihr alles schön detailliert und schön in HD sehen könnt. Ja, zudem kann ich euch die Sachen auch verlinken. Gut, bei dem hier kann ich es leider noch nicht, denn diesen hier, falls ihr es nicht wisst, den hier könnt ihr noch gar nicht bekommen. Den wird es jetzt ist die Überlegung, weil ich habe natürlich mit einem Ladenbesitzer geredet wieder. Ich weiß nicht, ob der den bekommen hat, nur wegen der Neueröffnung, die er hat. Oder weil an diesem Tag halt dann Games Workshop Geburtstag wieder ist. Da bin ich jetzt ganz ehrlich überfragt. Aber ich weiß, dass es diese Figur nur an dem Samstag geben wird, nächste Woche. Sprich, heute haben wir den 29.07. Den wird es dann nur nächste Woche am 4. geben. Genau, das ist der 4., glaube ich. An dem Tag wird es diese Figur geben. Und nur an diesem Tag, ja. Und zwar, glaube ich, wegen dem Ladeneröffnung, kann aber auch sein, dass es wegen dem Geburtstag von Games Workshop, dann gibt es ihn überall bei Games Workshop. Das weiß ich nicht, aber ihr seht, ich habe ihn schon in der Hand, ich muss den haben. 25 € kostet dieser kleine nette Held. Da ich aber ja gesagt habe, ich steige auf die Nighthound um, musste ich ihn natürlich haben und weil ich halt so ein toller Typ bin, habe ich den natürlich auch noch direkt bekommen. Das war sehr, sehr cool und jetzt schauen wir uns den kleinen Helden doch mal direkt an. Wenn euch das Ganze ja wie immer gefällt, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Ja, liken, abonnieren, weiterleiten und so weiter. Ich glaube, das brauche ich euch ja gar nicht mehr sagen. Ja, würde mich auf jeden Fall über jede weiteres Abonnent oder Like oder was auch immer euch so einfällt, Kommentar echt freuen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier, ich denke mal, das wird ein Hexer oder Magier in dem Sinne sein. Malefic Keeper of the Dead. Ja, sehr, sehr cool. Man hat zwei Möglichkeiten, ihn zu bauen, anscheinend entweder hier mit dieser Sanduhr, hätte ich gesagt, oder mit dieser Laterne. Wir haben eine Chill Blade, ja, die chillt halt die Blade. Ich schätze mal, die wird, aha, da sehen wir, da haben wir einen Knüppel, da haben wir eine Axt. Wir haben also wirklich zwei Arten, den zu bauen. Sehr interessant. Interessant wäre auch zu wissen, ob diese hier unterschiedliche Fähigkeiten danach haben. Was brauchen wir für Farben? Balefire, das ist ja hier dieses neue Technical Farbe, dieses Hackray Flame. Das ist das hier. Habe ich nämlich hier einmal für euch direkt hier parat. So, das ist es. Sehr, sehr coole Farbe auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Die ist echt nice. Ja. Und hier auf der anderen Seite haben wir dann die Steeping Flash Nighthound Gloom. Ja, die Nighthound Gloom ist ganz neu rausgekommen. Ah, da bin ich jetzt zu weit weg von gerade. Sonst hätte ich euch das auch noch gezeigt. Aber ist ja nur eine Farbe. Auch eine der neuen Technical-Farben auf jeden Fall. Ja, wir packen den ganzen Kerl doch jetzt mal am besten aus. Erstmal die Verpackung finde ich wirklich hübsch gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und aha, wir sehen schon, das Ding ist nicht einfach nur da reingepfeffert worden und fertig. Nein, wir haben hier wieder so eine schöne, naja, ich nenne es jetzt mal so eine, okay, mehr ist nicht drin. Legen wir mal hier so zur Seite oder stellen wir mal hier hinten hin. So eine kleine schöne Plastikschale drumherum, damit dem auch nichts passiert. Was haben wir hier? Hier haben wir, dann hole ich mal näher ran. Ah, Fokus bitte, ja, ich glaube, das liegt daran, weil er da hinten das fokussiert. So, mal gucken. Ja, jetzt hat das. Sorry, dass das immer so lange dauert mit dem Fokussieren. Ja, hier sind die zwei Varianten hier. Ihr seht schon, da hast du so ein Zeichen dafür, so ein Zahnrädchen. Das heißt immer, dass man den noch umbauen kann. Ihr seht entweder so oder so, aber ihr dürft natürlich auch die Axt dazu nehmen. Also das ist jetzt nicht vorgegeben. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ich denke mal, so viel ist das nicht. Sehr schönes Papier, wieder hochwertig auf jeden Fall. Für 25 € kann man das aber auch erwarten, finde ich. Auch voll in Farbe. Absolut geil. Und hier haben wir natürlich nochmal eine genauere Farbvielfalt aufgelistet, wie wir was machen genau. Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Finde ich sehr cool. Nett gemacht das Ganze.
Und hier haben wir jetzt die War Squads, aber hier ist ein ganzes Buch. Was? Och du Scheiße, was haben wir denn jetzt hier? Englisch, Englisch. Ja gut, also genau, oder? Oder warte mal. With Mortality Glass oder With Nightmare Lantern ist das dann. Wir haben hier natürlich weiterhin die Children. Okay, warte mal, auf Englisch suchen wir das jetzt nicht. Wir machen das jetzt hier mal auf Deutsch, Französisch, Espanola, Deutsch. Was hätten wir denn sonst noch? Jetzt hätten wir noch Italiano, hätten wir dann noch Nighttown. Oh, das ist schön. Für ein offenes Battle-Profil. Sehr schön, werden die Punkte angezeigt, wie viele minimal, wie viele maximal du in dem Team haben darfst. Also darfst du auch wirklich nur einen einzigen haben und das sind 140 Punkte schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn ich denke, so eine Stormcast-Einheit früher von den Liberators waren 5 Stück, glaube ich, 100 Punkte. Und hier ist der eine schon 140. Krass, also wir haben hier mit Albtraumlaterne oder mit Stundenglas der Sterblichkeit. Das ist schön, denn ihr könnt eigentlich direkt erkennen, was davon ist. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier, wir fangen an, wir machen mal hier drüben einfach. Wir haben hier eine Bewegung von 6 Zoll, einen Schutzwurf von 4, Mut ist 10, der wird niemals flüchten und Wunden hat er 5, also 5 Leben. Krass. Er hat entweder die grabeskalte Klinge oder Hammer des Richtspruchs. Ich denke mal, da ist es schon klar, aber schön ist einfach hier ein Guardian aus Holz mit Stundenglas der Sterblichkeit ist ein einzelnes Modell mit einer grabeskalten Klinge oder einem Hammer der Richterspruchs. Wenn wir uns das jetzt gerade hier nochmal anschauen, würde ich mal sagen, ist das dieser Hammer des Richterspruchs und diese Klinge wird dann natürlich diese Axt sein. Diese Einheit kann fliegen, das heißt, er kann sich über Modelle hinweg bewegen und kollidiert nicht damit. Mein Gott, ey. So. Dann haben wir hier oben Reichweite 1 Zoll jeweils beide. Wir haben Attacken 3 oder 2. Gut, jetzt wird der eine oder andere direkt schon sagen, oh Moment mal hier, direkt nehme ich aber die, wie heißt es hier, die grabeskalte Klinge, also sprich die Axt, weil man hier halt eine Wucht, sprich einen Rentwert hat. Ja, natürlich macht das zwar nur einen Schaden, das andere hätte 2 Schaden, aber hier hat man auch schon 3 Würfel, hier nur 2. Das ist natürlich jetzt relativ gesehen. Problematik ist auch jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr die Stimmen hört. Draußen ist wieder was los und ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. Das war natürlich richtig episch. So, das mache ich jetzt mal gerade zu, weil sonst geht mir das gleich richtig auf den Sack. So, jetzt geht's weiter hier im Text, Leute. So, keine nervigen Leute mehr drumherum. So. Wir haben hier Fähigkeiten, körperlos. Das finde ich ja immer noch, sage ich euch ja hier, dieser Quatsch hier, der da immer vorsteht. Kreaturen, die sich schon lange Zeit ihren Körper eingebüßt haben, sind schwer mit den gewöhnlichen Waffen zu verwunden. Okay, alles klar. Ignoriere Modifikatoren positiv wie negativ, wenn du Schutzwürfe für dieses Modell ablegst. Da bin ich ehrlich, Leute, auch wenn es jetzt unprofessionell ist, diese komische Modifikationsscheiße habe ich bis dato noch. Ich hatte zwar die Regeln komplett drauf. Und alles, aber das hier ergibt für mich immer noch hier gar keinen Sinn. Falls da einer schon mehr weiß, kann das mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Für alle anderen ist es ja bestimmt auch interessant. Ansonsten werde ich demnächst noch mal in den Laden gehen und mal nachfragen, was hier mit dieser Modifikatorin jetzt, weil das ist ja ganz neu, dass das jetzt irgendwie dabei steht. Frage ich mal, was das zu bedeuten hat und dann werde ich das noch nachträglich natürlich reinschreiben für euch. Wir haben hier einmal Stundenglas der Sterblichkeit, das heißt, die Fähigkeit gilt natürlich nur damit. Wenn eine feindliche Einheit innerhalb von 9 Zoll um dieses Modell angreift, wird nur W6 anstatt 2 W6 geworfen, um die Distanz zu ermitteln, die sie sich bewegen kann. Okay, das ist schon mal sehr cool, das heißt, ihr blockiert eigentlich schon quasi fast, dass sie rankommen. Interessant. Dann haben wir noch entweder temporale Translocation. Wollen wir mal schauen. Ach so, das gehört. Ah ne, das ist schon eine neue Fähigkeit. Hat einen Zauberwert von 6. Also es ist ein. Also hier ist die Magie auf jeden Fall. Okay. Das heißt, dieses Modell ist ein Zauberer. Okay, das wissen wir alles. Bla bla. Heldenfall. Es kann die Zauber, arkanes Geschoss, mystischer Schild und temporale Translocation. Das heißt, er kann halt eine Sache bannen, eine Sache, er kann halt einen Zauber machen und zwar dann habt ihr die Wahl zwischen, wie gesagt, diesen zwei normalen, den jeder Zauberer machen kann und ihr habt einmal noch das hier. Und zwar hat das einen Zauberwert von 6. Wenn ihr das geschafft habt zu würfeln, dann
wurde der Zauber folgt. Genau, wähle eine befreundete Nighthound-Einheit vollständig innerhalb von 24 Stunden diesen Zaubernden. Das ist eh schon extrem viel. Das heißt, es wird so 100%, könnt ihr egal welche Einheit wahrscheinlich wählen. Du kannst mit der Einheit eine normale Bewegung von bis zu 6 Zoll durchführen. Zieht sich die Einheit als Teil dieser Bewegung zurück, darf sie später noch angreifen. Oh, das ist natürlich sehr cool. Entweder ihr flüchtet und dürft trotzdem angreifen, oder ihr macht nochmal eine Bewegung dazu. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Gefällt mir auf jeden Fall die Fähigkeiten, die er hat. Und interessant ist halt, finde ich persönlich, wie gesagt, die Laterne. Nee, das Stundenglas, das wundert mich jetzt gerade. Wenn ihr nämlich hier, wenn ihr nämlich das Stundenglas nehmt. Ja, Stundenglas. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn ihr das Stundenglas nehmt, dann könnt ihr diesen Zauber noch machen. Wenn ihr aber diese Glocke hier dieses Ding nehmt, also dieses, dann könnt ihr das nicht machen, weil meistens ist ja immer so als Wahl, wenn ihr das oder das habt. Das wäre ein bisschen komisch, weil dann würde keiner das so bauen. Das wäre ja doof. Müsste ich mich noch mal erkundigen. Also ich weiß nicht. Naja, was auch immer. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt aber mal. Ihr wisst, was ich meine. Hier ist ja dieses Stundenglas. Oder es zählt auch als Stundenglas. Kann natürlich sein, dass das auch Lantern, nee, Mo, nee, Laterne und Glas. Oder ich habe jetzt gerade was übersehen. Kann ja auch sein. Körperlos, Zauberer, Temporal Translation, nein. Stundenglas. Nee, Stundenglas. Es hat keinen Effekt, wenn ihr diese Laterne habt. Das ist eigentlich nur optisch gesehen. Schade, finde ich nicht so cool, aber okay. Dann schauen wir uns doch jetzt noch zum Schluss gerne mal das Modell an sich selber auch noch an. Ich meine, ihr habt zwar so gesehen. Eine Base, eine 32er Base ist es. Ja, ist ein bisschen unscharf gerade. Liegt daran, dass er ganz komisch fokussiert wahrscheinlich. So, wir holen mal das ran. Ja, oh, hoppala. Schafft er nicht, er braucht einen schwarzen Hintergrund wahrscheinlich, oder? Doch, jetzt kriegt das hin. So, wir haben hier nicht viele Teile, 2, 4, 5 Teile im Endeffekt. Wir haben hier, ihr seht, hier ist einmal entweder die Laterne oder Stundenglas. Wir haben ihn hier oben, könnt ihr halt sehr schön, das finde ich cool, der ist schon quasi fertig, nur hier oben hat er dann diese zwei kleinen Punkte an sich, ja, wo ihr ihn dann verkleben könnt. Sehr schön, ist einfacher gemacht auf jeden Fall. Er ist ansonsten schon ziemlich fertig. Er hat auch nur noch sehr, sehr dünne kleine Steckplätze. Und zwar keine runden, sondern mehr so längliche. Ist auch irgendwie ein bisschen neu, glaube ich. Bei den meisten Modellen ist es meistens rund oder ihr habt halt so ovale, ne, Flächen, wo ihr das dran bringen müsst. Aber das hier ist mit diesen langen Flächen doch schon mal was anderes. Auf jeden Fall ein sehr hübsches Modell, finde ich persönlich. Ich finde den sehr, sehr cool. Ich freue mich schon, ihn anzumalen, ihn zu bespielen. Wahrscheinlich werde ich sogar für euch ihn anmalen vor der Cam. Ich weiß noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Aber er wird auf jeden Fall ein sehr cooler Held in meiner Armee. Ja, so sieht er nochmal aus. Gerne für euch. Ich bedanke mich schon mal und sage, ja, Leute. Den könnt ihr vielleicht kaufen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder ob der jetzt nur hier in Berlin verfügbar war, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wenn nicht, kauft ihn oder kauft ihn euch nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr den auch geil findet. Ich finde den mega geil. Der hat ein richtig geiles Design, eine schöne Bewegung, sehr dynamisch alles. Und ich bin happy mit ihm. Tja, vielen Dank, Leute. Bis dahin, macht's gut, haut rein und viel Spaß beim Sammeln.